Wie ihr auf meiner Webseite haarwachshaargeltests.de oder auch meinem YouTube-Video-Inventar sehen könnt, habe ich echt eine Menge Haarstyling-Produkte getestet. Lange war ich der Meinung, dass das Phonix Matte Look Haarwachs und das Tigibat Head Haarwachs und zusätzlich Haarspray die beiden besten Haarwachse auf dem Markt sind und das beste Styling ermöglichen. Doch nun nutze ich endlich überhaupt kein Haarspray mehr, um die Haare festzukriegen. Denn kürzlich kam ich in den Genuss, zwei weitere Haarwachse auszuprobieren und diese haben die alten beiden Testsieger regelrecht vom ersten Platz verdrängt. Die beiden neuen Testsieger tragen den Namen American Crew Classic Forming Cream und Revlon Style Masters Creator Fiber Wax und kommen beide jeweils in einer 85 Gramm Dose. Um jetzt nicht den Fokus nur auf das, meiner Meinung nach beste Wachs zu lenken, habe ich beide in dieses Video gepackt. Denn der größte Unterschied zwischen den beiden ist, dass das eine einen leicht glänzenden, während das andere einen eher matten Look und Struktur erschafft. Die Struktur vom American Crew, dem glänzenden Wachs, gefällt mir jedoch besser, deshalb belegt es verdient den ersten Platz auf meiner Seite. Aber weiterhin sind sie auch grundsätzlich Unterschied in ihrer Konsistenz und ihrer Funktion und heben sich damit insgesamt aus der Masse der Haarwachse hervor. Während das American Crew Classic Forming Cream Haarwachs quasi so flüssig wie Nivea Handcreme ist, ist das Revlon Style Masters Creator Fiber Wax eher von harter Konsistenz und zieht interessante Fäden nach sich. Ein kleiner Minuspunkt an beiden ist, dass sie leicht weiße Spuren beim Einschmieren in dunkle Haare hinterlassen, die man nur durch Glattstreichen und damit gleichzeitigem Verändern der Struktur wegbekommen kann. Dieser Effekt ist beim Revlon Wachs deutlich stärker und schwerer in den Griff zu kriegen, auch das ist ein Grund für den zweiten Platz. Die Details sowie Bilder, wie das Ganze im Haar aussieht, findet ihr auf meiner Seite haarwachshageltest.de. Ciao.